Im Ostrachtal, etwas versteckt, in einer kleinen Gasse direkt hinter der Kirche in Bad Hindelang, lebt die 85-jährige Erika Otten, geborene Weibel, unterm Dach des gleichnamigen Kramerladens. Den gibt es seit 1892. Kein Wunder also, dass an der ein oder anderen Stelle die Farbe schon ein wenig blättert. Ja, ich bin eigentlich hineingeboren. Das war halt früher so. In ihrer Bewegung ist Erika Otten mittlerweile ein wenig eingeschränkt. Trotzdem. Gott. Gott als. Das Gott als, wenn man will. Und mit Bolz lupft man Geiß hinterrum. Seh. Das muss sein. Man darf sich nie hängen lassen. Seit mittlerweile 60 Jahren öffnet sie allmorgendlich das Geschäft und schaut nach dem Rechten. Auch wenn mittlerweile Tochter Heidi den Laden führt. Zu ihrer Zeit war das eher ungewöhnlich. Das war nicht normal, aber bei uns war es in der Familie. Da waren zwar die Männer die Besitzer des Geschäfts, aber die Frauen waren ja die Ladnerinnen, sagen wir es mal so. Meine Großmutter war schon im Geschäft, meine Mutter, die kam auch aus dem Geschäft. Früher waren das, wie soll ich das sagen, das waren ein bisschen Paschas, die Männer. Mein Vater war ein Vereinsmeier, mein Großvater war eine Jagd und Sonstiges. Also die Arbeiten waren etwas anders, die waren die Frauen. Und die Frauen waren froh, dass sie machen konnten, wie sie wollten. Ja, und dann bei meinem Mann, dadurch, dass der andere Branche hatte, war das sowieso, der Häfelerlader war seine Frau. Und das war einfach so. Und so ist es noch. Wir wollten eigentlich fragen, ob Sie einen metallenen Topfuntersetzer haben. Also metallenen so Gitter. Nein, die gibt's nicht mehr, die drahtgeflochtenen. Ja, drahtgeflochtenen. Wo man auch mal was grillen konnte drauf, ja. Die gibt's nicht mehr neu. Und der rostet bei uns schon langsam, ja. Und dann ist halt unappetitlich. Tun sie einfach ausbrennen. Ins Feuer legen und ausbrennen. Dann können Sie noch weiter. Ah, dann können wir noch mal her. Jawohl. Ja, danke schön. Bitte schön. Wiederschauen. Ja, guten Morgen. Du bist ja schon da. Ja, wunderbar. Tochter Heidi bringt meist erst die Kinder zur Schule und kommt ein wenig später. Schon ein paar Tage, ja. Auch schon. Salz und Zucker habe ich schon verdient. Ach, dann ist doch gut gegangen. Mhm. Ja, noch vorher aber auch. Mhm. Gut. Ja, guten Morgen. Hallo. Wieder da. Wie schön. Ja. Genau. Da sind wir wieder. Zum ja. Glück. Das Wichtigste wäre ja das Nächste. Viele der Gäste in Hindelang sind Wiederholungstäter bei Heidi und Erika im Kramerladen. Ja, die ist absolut giftfrei. Das ist der einzige Emaillierer, der giftfrei arbeitet. Und Wandertipps gibt es bei Bedarf gratis dazu. Den Panoramaweg, wenn Sie da etwas hochgehen, das ist gar nicht so weit. Aha. Man hat wunderbaren Blick und man ist immer in der Sonne. Und es ist super. Heute bei dem tollen Wetter ja einmal frei. Alles also, Gute, danke, schönen Tag. Was es noch so gibt beim Weibel Otten? Alles, fast. Alles, was man so für den Haushalt auch wirklich braucht. Wir versuchen, nachhaltige Sachen zu machen, wertige Sachen. Und wir legen großen Wert, alle beide, dass es giftfrei ist. Ja, und dass es möglichst made in Europa ist. Das wäre das Ziel. Und je näher, umso schöner. Also allerlei feinerlei. Weil es allerlei feine Sachen gibt. Handverlesen für die einheimische Stammkundschaft und raritätensuchende Gäste. Ja, das ist manchmal ein bisschen ein Lotteriespiel. Wir picken uns so die Firmen raus, wo wir denken, die zu uns passen und die in unsere Nische passen. Weil wir können nicht das Gleiche verkaufen wie alle in den großen Städten. Wir brauchen so Nischenprodukte. Und denke, da sind wir mal auf der Jagd. Hin und wieder bereichert auch eine gute alte Kundin wie die Loni die Stimmung und das Angebot. Ja, hi, Christi. Ja, ich habe noch ein paar so Heftel mitgebracht, weiß ich. Ob der dir, aber ich denke, die passen gut zu euch im Laden. In deren Laden passen die. Die habe ich für meinen Jodlerkurs und so. Und da sind zwei, da sind ganz ein Haufen so kleine, allgemein zweistimmige Jodler drin. Weißt du, einfacher, ich so was aufgebaut, das ist ganz schön. Genau. Lass uns das probieren, wir doch einmal. Ah, ja, da hat das vielleicht einen Platz dahinter. Es ist doch so ein schöner Laden. Stimmt. Das ist so, ja, das ist so besonders. Das ist so, etwas Besonderes, dass es
dass es halt solche Sachen auch noch gibt, wo es sonst nie noch gibt. Ja. Drum. Da komm ich schon mit recht. Gut, das legen wir jetzt da hin, ja. Und dann schauen wir mal. Na, wünsche über einen schönen Tag, bleib gesund und munter. Ja, du auch. Und lebe lustig. Ja, für dich. Mutter und Tochter Tag für Tag gemeinsam in einem Laden. Wie kann das gut gehen? Dass man nicht immer Mullerle sagt, man sagt auch manchmal Katz, aber man muss deswegen trotzdem miteinander klarkommen. Ich sag's jetzt nicht. Ich sag nichts. Nein, ich sag's jetzt nichts. Wir müssen da Weiberladen. Ein Weiberladen, ja. Genau. Einzelhandel, ein Weiberladen. Und es hat eigentlich bestens funktioniert. Bleibt zu hoffen, dass manche Dinge einfach bleiben, wie sie sind. Und es auch weiterhin allerlei Feinerlei an Bergkulisse gibt.